Ja, ja, ich hab's. Oh. Ja. Oh. Befreie bitte, das ja, Kind. Verreck einfach nur. Ich hasse dich. Ja. Er wollte auch, also Edgar, muss man sagen, wollte auch nie hier sein. Der ist ja immer nur abgehauen. Ist direkt. Ja. Rüber. Geh, los. Nicht hier. Oh. Oh, Daniel? Oh, mir auch untergefallen. Ich bin tot. Na, was? Nein! Daniel? Ja? Ich glaube, wir haben Scheiße gebaut. Ja, aber wir leben doch wieder. Paluten. Hä? GLP. Hä? Wacht auf. Ihr habt den Enderdrachen besiegt und damit die Ketten der Welt von Minecraft Flucht gesprengt. Eure Aufgabe ist zwar erfüllt, doch dann habt ihr es ordentlich verkackt und seid gestorben. Nun befindet ihr euch in einer neuen Welt zwischen Leben und Tod. Das Schicksal der Welt liegt in eurer Hand. Solltet ihr es nicht schaffen, die Aufgaben dieser Dimension zu erfüllen, wird die Welt von Minecraft Flucht endgültig enden. All ihre Bewohner und auch ihr selbst werdet ausgelöscht. Unter euch befindet sich der von mir erschaffene magische One-Block. Dieser eine Block wird euch bei eurer Aufgabe helfen, die 10 Phasen dieser Welt zu überstehen, den Enderdrachen zu besiegen, diese Dimension mit dem Enderei zu sprengen und Minecraft Flucht sowie euer Leben zu retten. Viel Glück, ihr Kotthaufen. Ein magischer Block? Da unter uns an. Da! Zerbreche ja. Den Block unter dir! Willst du? Mach mal. Ich hab erstmal ein bisschen Angst, dass wir hier dass ja, wir hier runterfallen. Ja, aber ja, komm doch, du darfst. Du hast es eigentlich verkackt. Ich bin dir nur hinterhergesprungen. Nee, war nur ein Spaß. Ja, den warte, ich mach jetzt. Ja, mach doch. Oh, ja, ich hab's. Jetzt bin ich dran. Der Block regeneriert sich. Es ist ein unendlicher Block. Alter. Ich hab schon Erde. Ja, und Holz. Ja. Warte, ich baue einmal. Wow! Oh, da haben wir schon ein bisschen was. Es erscheint mehr als nur Erde. Ja, das sehe ich. Und damit würde ich mal sagen, moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Minecraft-Projekt. Und zwar Minecraft Flucht 2. Ab sofort wieder täglich, Leute, abwechselnd auf jeweils meinem und Manuels Kanal. Deswegen, Leute, abonniert auf jeden Fall beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Minecraft Flucht 2 mehr zu verpassen. Bei mir, ganz kurz zur Info, gibt es keine Facecam, weil das passt einfach immer besser. Weil Manuel hat auch keine. Doch, ich habe eine. Und vielen Dank auch an Ia Minecraft für diese tolle Map. Genau. Wir werden uns hier ein wunderbares Paradies aufbauen, den Enderdrachen als ultimatives Ziel besiegen, die Ketten der Dimension sprengen, um zurück in unser geliebtes Dorf zu kommen. Ich vermisse Edgar. Ich vermisse Schmiddi. Lebt Schmiddi überhaupt noch? Schmiddi lebt. Oder nee, Moment, den haben wir umgebracht und wen anders Schmiddi genannt. Ach, Quatsch. So, komm. Ja, mach mal. Oh, ja. Oh, okay, ich hatte gerade ein bisschen... Oh, da, guck dir das an, Alter. Hier, ich habe 4 Blöcke. So, was soll ich damit machen? Ich wäre dafür, dass wir direkt eine Etage runtergehen. Da ist eine Kiste. Ich mache ein Crafting Table. Ich habe ein Crafting Table gemacht. Was ist da drin? Ja. Weizenkörner. Oh. Oh ja. Aber was passiert denn, wenn wir hier runterfallen? Ist dann, dann alles sind wir vorbei? Tot. Aber wir sind doch schon. Man kann zwar immer sterben. Ja, weil wir so krass sind. Kann er jetzt mal. Ja, ja. Sag mal jetzt, was? Aber gib mir auch mal was. Oh Gott, stell dich doch nicht da drauf. Ja, ich wollte mal gucken. Hier nimm. Ja. Ich kann dir nichts geben. Warte, ich gebe dir das über die Kiste. Oh ja, sehr gut. Vielen Dank. Dann noch ein bisschen mehr Holz. Ja, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Was soll ich denn als erstes craften? Eine Axt. Geht das dann schneller? Wie kann man den One-Block schneller abbauen? Ja, je nachdem, was da ist. Er hat ja auch gerade hier erklärt, es gibt verschiedene Phasen und die erste Phase ist Flachland. Okay. Erde. Ja, dann mach ich wirklich eine... Oh Gott, du Schwein! Edgar, es fällt fast! Edgar, beweg dich oh nicht! Oh Gott, Edgar, komm her! Nein! Es kommen passende Edgar. Mobs und Blöcke. Nichts gegen Edgar, aber wir müssen das Texture-Pack noch mal ein bisschen anpassen. Ja, es ist ein bisschen versifft. Edgar, oh Gott, den Block da drunter. Oh ja, Gott. Okay. Rette ihn, ja. Manuel, rette ihn! Wo bist du? Ach so, ich dachte schon, du bist unten. Ich bin hier sicherheitshalber raufgegangen. So, ich mache jetzt hier einmal eine Axt. Oh, danke. Oh Gott.
Es ist dunkel. Wir können ja nicht mal schlafen. Wir haben auch keine Fackel. Das bedeutet, ich kann Monster spawnen. Nee, nicht, wenn wir in der Nähe sind. Ach so, okay. Du kannst andere Dimensionen betreten. Genau, die Hölle zum Beispiel. Klatsch mal weiter den One Block. Ja. Okay, ich mach auch mal. Die Erde? Oh, da, eine Truhe. Sichere Items in Truhen. Oh, cool. Bam, Junge. Okay, also ein Baum. Wir brauchen Wasser, damit wir einen weiter runter können. Aber müssen wir einen weiter runter? Naja, dann haben wir halt gar keine Angst mehr davor, dass irgendwelche Items runterfallen. Nee, wir müssen oh Gott. Oh, da war... Ah, Kies. Ja, wir haben Kies, genau. Blöcke wie Kies fallen herunter. Aber jetzt sicher, haben wir dass das man... Kies nicht bekommen. Ah ja, ja. Wassereimer! Was ist da? Ja, okay, warte. Ja. Ich zünd den Knaller. Ich vertraue dir. Ja. Ich gehe mal runter. Tschüss. Hallo Edgar, na? Wurdest du auch in diese Dimension teleportiert? Ja, ich weiß, ist ein hartes Leben. So, und jetzt kannst du alles da oben abbauen. Ach so, ich kann jetzt hier alles wegmachen, okay. Genau, wir gehen eine Etage weiter nach unten. Hier war nichts. Ach so, du bist... Ja, aber was denn mit Edgar? Ja, dann komm mit. Du hast es ja viel zu tief gemacht. Nee. Pass auf. Doch, der Block ist viel zu hoch. Ja, wir könnten noch einen weiter nach oben. Ja, geh mal lieber einen weiter nach oben. Ja, dann brauche ich aber Erde. Ja, das ist kein Problem. Die schmeiße ich dir runter. Warte. Du musst... Oh Gott. Hier. Ja, perfekt. Wir werden hier sowas Geiles aufbauen, Manuel. Ja, das wird eine richtig krasse Basis. Hoffentlich kriegen wir auch so Dorfbewohner. Und, Leute, wir spielen in der absolut neuesten Minecraft-Version. Das bedeutet, wir werden auch zum ersten Mal den neuen Nether erkunden. Ich war da, glaube ich, erst ein einziges Mal ganz kurz drin. Und da bin ich auf jeden Fall mal drin. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hätte den ganz gern wirklich noch einen weiter unten. Sodass wir noch eine Etage sozusagen weiter hochbauen. Noch ein Hörer. Was war das? War das gerade ein Villager? Ist der da oben drin? Was ist passiert? Ich sehe hier nur Herzen. Wohlwollendes Geschenk. Ja, die Kiste war ein Geschenk. Ach so, ja, geiles Ding. Das ist ein bisschen knapp. Gott. Was macht der denn da? Pack mal deine Fackel hin. Wow. Edgar, pass mal bitte ein bisschen auf, okay? Der Junge wird halt runterspringen. Was macht der denn? Nein, du darfst ihn halt bloß nicht runterdrücken. Ja, hab ich ja nicht gemacht. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Können wir den irgendwie hochschwemmen oder... Ja, wir gucken gleich mal. Er bleibt erstmal da, wir dürfen bloß da nicht hingehen. So, ich baue mal das weiter ab. Kannst deine Axt nehmen. Aua! Da ist... Du bist... Aufwertung. Aufwertung in 7 Sekunden. Ist das gut oder schlecht? Ich denke, das ist gut. Eins... Du hast Phase 1 erreicht, Flachland. Hier wachsen genug Blumen und Bäume für ein Leben. Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Erde. Könnte ich jetzt nicht eine Schaufel craften, damit ich schneller die Erde abbauen kann? Okay, ja, warte, dann komm mal kurz hoch. Wir nehmen das mal weg. Ja. Oh Gott. Ich komm nicht. So, warte mal, dann machen wir einfach hier. Zack, 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 zack. So, dann haben wir... das finde ich ist jetzt eine gute Höhe. Ich würde vielleicht irgendwann sogar noch ein bisschen höher gehen, weil ich finde das irgendwie geiler, wenn das so unter mir ist und ich immer nach unten schlagen kann. Ja, ich würde halt gerne alles mit nach oben nehmen, aber das Tier ist jetzt halt etwas... Edgar kommt gleich. Warte ab. So, ich gehe hier hin. Ich mache einmal, packe ich hier den Baum hin. Hast du schon eine Spitzhacke? Oh, ach, guck mal hier. Anderes Holz. Nee, habe ich noch nicht. Dann mache ich dir kurz... Obwohl, nee, ich mache dir keine. Ich mache jetzt nur eine, bis wir Stein haben. Zack, da ist Birke. Ja, mach ich. Mach das bitte weg. Ja. Oh! Und Kürbis. Ja, ein Kürbis! Oh, Melon. Oh ja. Ja, geil, lecker. Klatsch die weg. Mache ich. Ja. Lecker, schmeckt gar. Oh, noch einer. Ja, dann können wir sie züchten. Ja, aber wie kriegen wir den denn jetzt hoch? Der ist da. Er ist da unten. Ich habe eine Idee. Hast du noch ein bisschen Erde? Ich habe 3 Erde nur. Ja, gib mal. Ich werde hier weiter abbauen. Ja, ich probiere mal was. Wozu kriegen wir hier die ganze Zeit so viel Ton und so? Na, für später. So, achte. Guck mal, was ich mache. Ja, warte, ich bin am Abbauen. Ich versuche ihn mal hochzuholen. Ja, es geht. Alter, ich habe ihn. Wie hast du das denn gemacht? 8000er IQ. Alter Schwede. Ja, er ist oben. Ich baue mal weiter. Oh Gott, das ist eine Kuh. Nein, die Kuh. Die Kuh. Was passiert? Mach den Block. Nein, sie ist in dem Block gewesen. Wir müssen doch ein tiefer gehen. Warte mal, wir haben 17 hier, 12 davon. Ich verwandle. Weil ich würde ganz gern anfangen, weil wir haben 33 Holz. Ich würde ganz gerne ein kleines Holzhaus uns bauen. Oh ja. Oh, okay, das geht. Bring ich das mal auf eine Höhe. Huh? Was war das? Ein Schaf. Für ein Bett. Wie viel wir schon anbauen könnten. Was war das? Was war das? Ein Huhn! Wir müssen auf jeden Fall ein Gehege. Ja, genau, das wollte ich gerade bauen. Vielleicht sogar bevor wir ein Haus haben. Okay, ich mache jetzt mal ganz viele... Der Baum ist gewachsen. Alter, so richtig dumm. Süßbeeren.
Oh. Oh nein. Oh, warum regnet denn das jetzt? Keine Ahnung. Ja, und wir haben nichts, wo wir uns unterstellen können. Genau, das ist super. Nein. Warte kurz zur Seite. Der Minnekraftgott bestraft uns. Oh, wir brauchen. Ach, stimmt, wir brauchen auch noch ein Zauntor. Soll ich? Ja, genau, schieb sie mal erstmal da rein. Ich schieb. So, bitte einmal ein Tor. Ja! Boah, das ist ein Träumchen, Manuel. So, warte. Soll ich das? Weil ich mach. Ja, doch, das passt. Wir brauchen den Platz für unsere Tiere. Ich will die jetzt auch nicht verprügeln. Da rasten das Problem ist, oh Gott. Jungs, ihr müsst da rein. Wir bräuchten Karotten. Ja, oh ja. Oh, ich schieb rein. Schieb richtig rein. Schieb mal rein. Ja, jetzt du. Schieb. Wollen wir, sind zumindest lass schon mal zwei. Den Eier, mach zu. Ich mach zu, warte. Da. Oh, nee. Ja. Ja, toll. Oh, ja. Oh, let's go. In Sicherheit. Oh. Oh. Ja. Ja. Die muss aber rein. Ja, die muss unbedingt rein. Schieb sie. Warte, ich mach hier, dass sie weggehen. Ich schieb. Schieb sie. Nein, das Schwein, das flüchtet. Nein. Und das Huhn will auch raus. Nein. Es ist raus. Warum? Es passt gar nicht. Es ist doch zwei breit, oder? Nein, nee, doch. Es geht. Ja, warte, okay, ich schieb's rein. Ja, das Schwein will flüchten. Nein. Schieb das Schwein rein. Ich schieb doch. Er drückt sich durch. Was soll er? Ach komm, wir warten auf Karotten. Jetzt sind alle frei. Und wie sie einfach hier rumstehen. Wir müssen echt vorsichtig sein. Ich würde ganz gerne mit dem Birkenholz, dass wir Eichenholzbretter behalten und aus Birkenholzbrettern Zäune machen und so weiter. Weißt du? Ach so. Weil ich finde Birke nicht so schön. Da ist noch ein Schäfchen. Wie geil. Ja, und ach, wie soll das denn da reinpassen? Warte, ich habe doch Erde. Pass auf. Hast du noch Zäune? Nee. Ja, sechs, ja. Ja, mach mal mehr, bitte. Da brauche ich Holz von dir. Nee. Warte. Also ich kann noch ein bisschen mit Eichenholzbrettern herstellen, aber daraus würde ich halt gerne unser Haus bauen. Hast du das andere hast du nicht? Was denn? Das eklige Holz? Ach so, doch. Warte. Dann gib mir mal das eklige Holz. Mach ich. Das eklige. Ne, ich finde das nicht so schön. Ich glaube, da, ich hab's. Okay. Ah nein, daraus werden ja auch Birkenholzzäune. Ach so, da dachtest du das. Ja, klar, das ist alles irgendwie. Na, dann hätte ich aus den Sticks machen sollen. Ja, das war ein bisschen dumm. Egal. Ja, damit können wir das zweite Gehege bauen. Ja, komm mal hier hinter. Ja, warte. Vorsichtig. Oh Gott. Ja. Und da kannst du das jetzt erweitern. Bau mal komplett hier rum noch den Zaun. Den guten oder den schlechten? Den passenden. Wir haben ja nur noch sechs von den passenden. Oh, ja, dann nimm ruhig den schlechten. Nein! Was denn? Nein! Ja, bau schnell! Hat das runtergeschubst. Ernsthaft? Aber da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Ja. Ja. Oh Gott. Okay, wirf's da rein, das Ei. Okay. Daraus wird eins. Ich glaube dran. Okay. Ich glaube. Wie schade. Ach, Mann. Ihr mörderischen Schweinchen. Oder wer auch immer. Runter. Ja, warte, ich crafte kurz den passenden Zaun. Ja, okay. Ja. Zack, 36, das muss reichen. Oh Gott. Warum ist der, was ist der mit dem Spur? Alter, der ist gerade hier einge. Ja, schön. Guck mal, jetzt haben die richtig schön viel Platz. Nicht das wie ein stimmt. Raft. Ja, ich bin Ginny. Guck hier's an. Alter, genau deswegen bist du hier an Bord. Für solche genialen Einfälle. Kommt, meine Kinder. Oh, ja, Moon. Zwei Hühner. Zwei Hühner. Ja, let's go. Ja. Schmeiß sie da drin. Rein. Schmeiß sie, sind sie drin? Einer ist drin. Sehr gut. Der andere noch nicht. Hier weiter hier mal. Die haben halt keinen Bock auf mich. Guck dir das mal an. Jetzt du geh schaffst doch da das, Manuel. Ich glaub an dich. Warte, da ist der One-Block. Macht man so. Was ist denn der? Ah, ein Häuschen. Ja, er geht rein. Okay, wir haben zwei Schweine. Sehr gut. Weil Schafe, zwei Schweine und das Hühnchen fehlt noch. Oh, der geht auch rein. Ja, nice. Geht alle rein, ihr Trottel. Nur, das ist nur ein Freund. Ach da, hallo, Sir. Ihr bleibt weiter, arrogante Schafe. Aufwertung? 15 Sekunden. 14. Hast du noch was eine Fackel? Was da wohl kommt? Nee. Ach, die ist da vorne. Ja, 10, komm. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Diamanten. Frohes Neues. Stein. Der Untergrund. Oh, oh. Manch ein Monster streift durch den Unterbruch der Welt. Oh, oh. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Hier sind jetzt noch Videos verlinkt, genauso wie der Team Paluten-Kanal. Und Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die geile Glocke. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist auch der Paluten-Shop verlinkt, zusammen mit Mini-Paluten und viel mehr. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.